Willkommen zur Streitbar bei Tichys Einblick. Heute besonders strittig, es geht um die Energiewende. Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende. Wie immer dabei Dieter Dehm, mein Kontrapunkt, mein linker Gegenspieler. Weiß nicht, was ich für Sie bin, vielleicht der rechte Gegenspieler. Ich bin froh, mit dem Urgestein von Aufklärung und Wiederborstigkeit hier zusammensitzen zu können. Legendär dafür, dass er sogar mich aushält. Ja, das ist nicht immer einfach, aber heute müssen wir noch zwei weitere aushalten, nämlich zwei Physiker. Stell dir vor, zwei Physiker, Götz Rupprecht, er ist Physiker, er ist Gründer eines Unternehmens, das Kernreaktoren herstellen will, Mitbegründer. Promoviert, alles Mögliche. Philipp Lenksfeld, auch promoviert, der aber eine große Sünde gemacht hat, der ist nämlich aus der Physik in die Politik gegangen und ist jetzt alles Mögliche, er war bei den Grünen, bei der CDU, da ist er auch raus, aus Protest gegen die Energiewende. Und was die Energiewende betrifft, da haben wir jetzt Folgendes. Vor genau einem Jahr, wurden die letzten drei Kernkraftwerke abgestellt. Übrigens Kernkraftwerke, die in den USA nicht nur laufen, sondern die in den USA sogar wieder für 30 Jahre, 40 Jahre längere Laufzeiten aufgerüstet wurden. Der Wirtschaftsminister sagt, es ist alles gut gegangen. Ich muss es nachlesen, bevor wir sehen. Haben wir ein Problem, Herr Habeck? Nach dem Atomausstieg gibt mir eine Minute, um vier Fakten klarzustellen. Erstens, die Versorgungssicherheit ist immer gewährleistet, 24 Stunden rund um die Uhr das ganze Jahr. Zweitens, die CO2-Emissionen sind runtergegangen, und zwar um -20%. In Deutschland wird so wenig Kohle verstromt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Drittens, auch die Preise sind runtergegangen, und zwar um -40% im Großhandel. Zeitverzögert kommt es jetzt auch bei den Verbrauchern und den Verbrauchern beziehungsweise bei der Wirtschaft an. Und viertens, ja, wir importieren etwas mehr Strom, als wir exportieren, aber das macht den Strompreis eben günstiger und hat keinen Einfluss auf unsere Versorgungssicherheit, denn wir wären jederzeit in der Lage, den Strom selber zu produzieren, dann allerdings wegen der fossilen Energien zu höheren Preisen. Es ist also klug, diese Energie einzukaufen. Abschließend, der Atomausstieg war ein Gemeinschaftswerk aller demokratischen Parteien. FDP, Union, SPD, Grüne, sie alle haben dafür gestimmt. Auch in Zukunft sollten wir dafür arbeiten, dass wir Versorgungssicherheit, Günstigkeit und Klimaneutralität im Energiesystem gewährleisten. Ich setze darauf, dass das Land dort zusammenfindet und zusammensteht. Herr Lenksfeld, alles in Ordnung, oder? Ja, Deutschland ist der Meister der Durchhalteparole. Wir haben ja schon 2017 die Energiepolitik für gescheitert erklärt. Jetzt sind wir ein paar Jahre weiter. Wir nutzen das Trägheitsmoment, den Kollektivismus, den Groupthink und treiben es, Sie haben es ja, glaube ich, gesagt, bis zum Ende mit Schrecken. Ich würde das gerne vermeiden, aber wir werden es nicht vermeiden, ohne dass wir umsteuern. Und aber jetzt nochmal, Moment. Der Herr Minister sagt, die Versorgungssicherheit ist gegeben, der Strom fließt. Er sagt CO2 -20%, er sagt Preise -20% und er sagt, wir importieren nur, weil es so billig ist. Das sind ja vier Schlagworte. Mhm. Hat er recht oder schwindelt er? Ich werde nicht gegen einen deutschen Minister stellen, aber ich sage, dass der Ausstieg aus der Kernenergie der singulär größte Fehler, industriepolitische Fehler war, den diese Bundesrepublik gemacht hat. Und dass wir da immer noch uns weiter stolz sozusagen in die Ecke stellen und sagen, das ist alles richtig gewesen, erstaunt mich immer wieder. Aber jetzt kann doch nur einer gestörte Wirklichkeitswahrnehmung haben. Sie oder der Minister? Na, das weiß ich nicht. Also wir haben in Deutschland ja schon mal das Ende einer Planwirtschaft erlebt. Ich bin sicher, dass ich auf der richtigen Seite der Analyse des Scheiterns dieser Energieplanwirtschaft stehe. Also Frage, ist das zu abrupt geschehen oder sind Sie prinzipiell der Meinung, dass die Atomenergie eine blühende Zukunft rundherum hat? Ja, das würde ich als falschen Gegensatz bezeichnen. Ich halte den. Es gibt keine falschen Fragen, nur falsche Antworten. Ich habe ja auch nicht gesagt, es ist eine falsche Frage. Ich habe gesagt, es ist ein falscher Gegensatz, der da konstruiert wird, aus meiner Sicht. Der deutsche Plan, wenn es denn einen gibt, sagt irgendwas
90 bis 100% erneuerbare Energien. Das, nach meinem Verständnis ist das Solar, Wind und Biomasse. Und ich halte diesen Plan für komplett irre. An welcher Stelle? Schon na, von Anfang an. Alle drei Parameter oder? Na, es ist ja nur ein Parameter. Nein, ich meine über jetzt, 90% also an Versorgung. Also an dem Parameter ist das Windradbegehren zu ehrgeizig? Ist das, ist die Biomasse zu wenig da? Wo ist der Hauptschwachpunkt in dieser Trilogie? Es ist aus meiner Sicht eine Dualität. Das eine ist die Grundannahme, dass man weggeht von einem Energiemix, den jedes resiliente Wachstums- und innovationsgetriebene Land anstrebt, weil es einfach die bessere Energieversorgung ist. Fehler Nummer eins und Nummer zwei, alle drei Energieformen sind flächenintensiv und zwei von denen, die jetzt auch noch mal am meisten befeuert werden, sind auch noch nicht grundlastfähig. Das ist vollkommen irre. Wir sind ja ein Industrieland. Wir brauchen Strom 24/7. Jetzt lese ich was von Ultra Demand beim Thema KI. Ja. Da muss die Verlässlichkeit noch mal höher sein, weil sonst die Algorithmen abstürzen. Ja. Solarpaneele, Windräder, im Endeffekt ist es genau das Gegenteil von verlässlich. Ja. Ist denn Ihr Ansatz, Herr Rupprecht, ein tragbarer? Können Sie in drei Sätzen beschreiben, was Sie bauen wollen? Sie reden sicher vom Dual-Fluid-Reaktor. Genau, so heißt er. Eine Entwicklung. Ist schon ein Satz. Ja, genau. Der Dual-Fluid-Reaktor beschreibt oder setzt um ein neues Prinzip, das wir patentiert haben, dass die Energiedichte bei der Kernenergie nochmals um einen Faktor 10 etwa erhöht und damit erhebliche Ressourcen spart und damit auch die Preise nochmals sinken für Kernenergie. Das Prinzip könnte ich jetzt gerne im Detail erklären, aber es ist ja keine technische Sendung. Das sind nur die äußeren Faktoren. Gleichzeitig erreicht man beim Dual-Fluid-Reaktor auch eine ganz erheblichen Steigerung der Sicherheit, weil alle Sicherheitssysteme passiv inhärent sind. Also darf ich trotzdem fragen? Keine aktive Kontrolle mehr nötig. Auch wenn Sie jetzt keine längere Ausführung vorlesen machen. Das war's auch schon, ja. Mir wäre es sehr lieb, wenn Sie einem zumindest Oberflächenphysik Interessierten mit wenigen Worten beschreiben, worin das Patent besteht. Gut, das Patent, also der Name sagt es schon, Dual Fluid. Ja. Das heißt, im Reaktorkern sind zwei Flüssigkeiten. Dass der Brennstoff in flüssiger Form vorliegt, ist nicht neu. Dass das Kühlmittel in flüssiger Form vorliegt, ist eigentlich Standard. Beim Flüssig-Brennstoff-Reaktor, den es schon mal gab, dem einzigen, der auch mal im Betrieb war, der sogenannte Flüssigsalzreaktor, da gab es ein Experiment in den 60er Jahren, war bloß das Problem, die Wärme konnte mit der gleichen Substanz, die auch das Spaltmaterial zur Verfügung stellt, nicht abgeführt werden. Und beim Dual-Fluid-Reaktor haben wir dieses Problem gelöst, indem wir so ein spezielles Rohrsystem haben, das dann die Wärme getrennt mit der zweiten Flüssigkeit abgeführt wird, aus dem Reaktor raus. Und dadurch erreicht man diese Effizienzsteigerung, denn jetzt kann man sich das erlauben, mit der Energiedichte oder mit dem Brennstoff die höchste Energiedichte sozusagen reinzustecken, in Form von metallischem Uran. Wenn und das einer das nachlesen will, wo, auf welche Seite geht er? Das ist auf unserer Webseite, da gibt es unter Media eine Menge Beschreibungen, Papers und auch so eine Sagen Sie trotzdem nochmal, der Sicherheit halber, für die Leute, die das vielleicht interessiert. Ja, also die Seite ist dual-fluid.com. So, und jetzt sind Sie eigentlich wahnsinnig. Sie machen das in Deutschland. Ihre Firma ist ja schon nach Kanada ausgewandert und angeblich geht es demnächst nach Ruanda. Sind Sie ein Abenteurer oder ein Selbstmörder? Ja, wir wandern ja nicht immer so rum, sondern das war schon immer der Schwerpunkt in Deutschland. Darum sind Sie ein Wahnsinniger, oder? Sie werden doch abgeschaltet. Ja, das ist natürlich in Deutschland gut. Also dazu muss man sagen, erstmal geht es ja noch um grundlegende Dinge, die geklärt werden müssen. Bis jetzt ein funktionsfähiger, verkaufsfähiger Reaktor da ist, vergehen ja einige Jahre. Das ist natürlich der langfristige Plan. Und da bin ich mal gespannt, wie Deutschland in, ich sag mal, 10 Jahren aussieht. Kann ja sein, dass es hier auch noch mal Änderungen gibt. Forschung ist ja noch erlaubt hier, auch irgendwas zusammenzubauen. Das Problem ist nur, wenn man jetzt einen Reaktor einschalten will, dann braucht man Genehmigungen. Und das ist in allen westlichen Ländern im Laufe der letzten Jahrzehnte immer umständlicher geworden, weil die Behörden spezialisiert sind auf Druckwasserreaktoren, die können mit neuen Konzepten gar nichts richtig anfangen.
Das erlebt man übrigens auch gerade in den USA, wo selbst ein nur kleinerer gebauter Druckwasserreaktor, ein SMR von NuScale, keine Chance hatte. Die sind schon im Vorfeld, waren die Preisvorhersagen so gestiegen durch die behördlichen Auflagen, dass das Projekt abgeblasen wurde. Also Herr Tichy, Sie sehen, in den USA ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, ja, die spinnen auch. Das ist allgemein, in allen westlichen Ländern ist das ausgeartet, kann man sagen, mit den Regulierungsbehörden und auch die Zeiten. Also es und deswegen gehen Sie nach Ruanda? In Ruanda wird eine Behörde aufgebaut und wir sind sehr eng mit denen, wir machen das mit denen zusammen. Und ohne Abstriche in der Sicherheit zu machen, können wir die gleichen Ziele dort viel schneller erreichen. Trotzdem, ohne Abstriche in der Sicherheit. Ich bin gelernter Atomkraftgegner. Das freut mich. In der SPD immer gewesen, auch dann bei den Linken. Und mir wurde dann immer gesagt, na, sowas wie Tschernobyl kann mit unserer Technik nicht passieren. Dann kam Fukushima. Das da ist ja auch nicht Tschernobyl, das ist was anderes. Ich weiß, dann wurden die schon ein bisschen kleinlauter. Und die Frage mit dem Müll, wohin damit, was im Grunde genommen ewig strahlen wird und was auch künftigen Terroristen ein Eldorado bescheren könnte, um die Menschheit zu erpressen, naja, kann man schon, wenn man das nicht dauerhaft bewacht. Da muss man schon auch einen Kodex haben, wer das dann über Generationen bewacht. Da sind einige Fragezeichen geblieben. Wie lösen Sie die Fragezeichen in Ruanda, wo ja das nicht erst, also ich meine, man kann die deutsche Bürokratie, das stimmen wir alle überein, für ein Schikane-Instrumentarium halten. Das ist sie auch für anständige schumpetersche Unternehmer. Aber Ruanda klingt jetzt nicht nach dem obersten Sicherheitsstandard. Also erstmal in Ruanda, das ist nur ein winziger Reaktor und das ist nur ein Experiment. Also, und damit kann man gar keinen großen Schaden anrichten. Okay. Erstmal, ja. Das ist eine Tonne Uran, die wir brauchen. Also das, selbst wenn alles rauskommt, ist da nichts, was jetzt irgendwie die Umgebung über tausende Jahre oder so. Zum Atommüllproblem, da muss man sich so ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Komponenten im sogenannten Atommüll. Das eine sind die Spaltprodukte, die Asche, die aus der nuklearen Verbrennung entstanden ist. Und da hat es die Natur eingerichtet, dass diese Spaltprodukte zum überwiegenden Teil nur 300 Jahre gelagert werden müssen, bis sie abgeklungen sind. Und der andere Teil, der Schwierigkeiten macht, sind so ungünstige Halbwertszeiten, wo das so ein bisschen, ich sag mal, angeködert ist. Das ist vor allem also was Uran. Also was wir in Asse 2 verpacken? Nee, da gar nicht mal so. Was ist das in Asse 2? Ja, da gibt es ja nur eine Kammer und da ist tatsächlich dann auch sowas drin, nämlich Plutonium zum Beispiel. Mhm. Ja. Plutonium ist noch, enthält noch die ganze Energie, aber es kann in heutigen Druckwasserreaktoren, so wie die überall auf der Welt sind, nicht mehr gespalten werden, weil einfach der Reaktor irgendwann ausgeht. Und dann muss man diesen ganzen Zyklus beginnen mit Brennelementen, Aufarbeitung. Und das hat man einmal gemacht, aber das lohnt sich nicht. Ist einfach wirtschaftlich Unsinn. Und diese zweite Komponente macht diese langlebige, geologisch endzulagernden Abfall aus. Das ist das, was dann eben diese Endlagerschwierigkeit darstellt. Und jetzt kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man den Reaktor einfach so betreibt, dass er sauber verbrennt. Also das heißt, alles Uran, alles Plutonium, was da irgendwie entsteht, alles spaltet, dann hat man am Ende nur noch Spaltprodukte und die muss man dann nur noch maximal 300 Jahre lagern. Und das ist der Vorteil, man nutzt das auch noch für Energie und gleichzeitig ist man das geologische Endlagerproblem. Also Sie sagen, Sie verbrennen gewissermaßen die gefährlichen Produkte, die, von denen wir so Angst haben. Die sind ja gar nicht mal so gefährlich, aber die sind eben endzulagern so lange. Gut, also die Ihnen Angst machen, als ängstlicher Sozialdemokrat und Linker mit der Angst. Gab es ja auch in der CDU ängstliche Leute, wenn ich mich richtig erinnere. Also das wird, er verheizt das einfach, er verheizt dies. So kann man es sagen. Ja, das ist übrigens auch nicht neu. Also das ist schon in Deutschland auch mit dem schnellen Brüter angedacht worden, dass man da effizienter verbrennt und dadurch eben auch diese zwei Fliegen kriegt. Ja, das ist ja dann aus politischen Gründen abgesägt worden. Also man hatte eigentlich sehr viel schon vorausgeplant, aber dann kam in dem Zeitraum irgendwann Tschernobyl-Unfall und was weiß ich. Da hatte man alle möglichen Projekte abgesägt und dann war nichts mehr. Glauben Sie ihm das? Geht das? Physikerkollege? Ich war jetzt mehr bei Dieter Dehn und dann habe mich gefragt mit der Angst. Weil ich bin ja auch tatsächlich, wenn man das so sagen will, Anti-Atomkraft geprägt, also mit 16, 17, 18, damals noch, als die Mauer noch stand. Mhm. Ja, die Kommunisten waren ja auch Atomkraft-Befürworter. Mhm.
Und insofern, wie das in so einer guten Lagerbildung ist, war natürlich die Atomkraft dann auf der kommunistischen Seite und damit stand ich mal natürlich auf der anderen. Aber in der damaligen Zeit... Sie waren ganz konkret, Sie waren in der DDR gegen die kommunistischen Reaktoren, aber gegen die kapitalistischen... Nein, überhaupt nicht. Die haben es ja damals geschafft, die Grünen, und die waren ja auf beiden Seiten der Mauer, die Atomkraft zu politisieren. Mhm. Und die Atomkraft ist ja irgendwie so ein Symbol des Staates gewesen. Ne? Und da war das jetzt auf meiner Seite der Mauer wesentlich konsistenter, denn die Kommunisten waren genau das, was der Westseite da auch immer vorgeworfen wurde, intransparent, haben gelogen, wenn sie den Mund aufgemacht haben, und haben jeden, der ein kritisches Wort gemacht hat, klein gemacht. Insofern war die Atomkraft auf der Ostblockseite natürlich genau das, was die Westlinken von der Atomkraft im Westen erzählt haben. Das war im Osten so. Ja. Also die hätten eigentlich im Osten demonstrieren müssen, wenn sie gedurft hätten. Ich denke, der Fehler ist diese Politisierung von Technik. Mhm. Technik ist ja inhärent unpolitisch. Inhärent unpolitisch. Ein Kohlekraftwerk ist nicht politisch, ein Kernkraftwerk ist nicht politisch, eine moderne Pflanzenzucht ist nicht politisch und die Raumfahrt ist auch nicht politisch. Ich kann das verstehen. Ich meine grundsätzlich natürlich, wenn etwas, wie sagt man so schön, nicht nachhaltig ist, also wenn man auf Kosten der Umwelt oder auch der nachfolgenden Generation... Ist ja was dran, dass man nicht einfach wild wirtschaftet und den Nachkommen den Rest hinterlässt. Ich halte es ja erstmal, ist ja erstmal ein legitimer Gedanke. Ja, klar. Also ich halte es jetzt als... ist es ja gar nicht so. Kriegen gleich Gelegenheit, das nochmal. Ich will nur jetzt ein Bekenntnis einschieben, was eigentlich einem Fragenden nicht zukommt. Ich halte es da mit Albert Einstein, der große politische Skrupel gegen seinen Teil an der Mitentwicklung der Atombombe hatte. Und deswegen ist Technik immer auch mit einer politischen Folgenabschätzung verbunden. Das kann man dann sehen, wie man will. Aber wenn Sie das vielleicht nochmal erklären, das hat mich jetzt wirklich sehr interessiert, was Sie da vorhin gesagt haben. Sie sind eigentlich noch im Forschungsstadium. Nein, das kann man nicht sagen. Es ist ein Entwicklungsstadium. Ja. Aber wie jede Entwicklung, es ist halt noch nicht fertig. Also es müssen noch Komponenten entwickelt werden. Das Prinzip ist klar, Materialfrage ist geklärt, aber zum Beispiel Fertigungsfragen, es soll ja am Ende wirklich ein Reaktor sein, der quasi in Serie gefertigt wird. Mhm. Das dauert noch, bis das entwickelt ohne ist. Roland Tichy jetzt zu sehr in seiner menschenscheuen Art zu strapazieren, Sie meinen, dass Ihr Projekt auch große Ängste derer, die wie ich lange auf die Straße gegangen sind gegen Atomkraft, dämmen und relativieren könnte? In mehrfacher Hinsicht sogar, ja. Also das ist einmal, da hat man ja schon angesprochen, das Abfallproblem. Übrigens nebenbei bemerkt, also jede Industrie erzeugt Abfälle. Das ist klar. So, und jetzt kommt immer die strahlen halt nicht Millionen Jahre. Ja, Moment, aber die sind chemisch toxisch. Ja, klar. Ja, und das ist halt radiotoxisch, aber toxisch ist es. Und jetzt wird immer das, was eigentlich ein Vorteil ist von Radioaktivität, nämlich dass es eine natürliche Zerfallskurve gibt, wo man weiß, nach so und so vielen 100.000 Jahren ist es weg. Das wird zum Nachteil immer erklärt. Bei chemischen Substanzen wissen Sie gar nicht, wie lange das hält. Das kann sich beliebig lange halten. Napalm. Da gibt es genau solche Endlager, wo die dann ewig drin sind. Herfanerode, sage ich nur. Ja. Das ist das größte Giftmüllendlager in Hessen. Mhm. Wurde damals von Joschka Fischer genehmigt. Mhm. Und das ist von der Toxizität also ein unvergleichlich mit dem, was zum Beispiel in Gorleben eingelagert worden wäre. Aber das war jetzt eine Randbemerkung mal. Ja? Also das ist eigentlich ein Vorteil, dass es von selbst dafür. Also wenn es gegen Joschka Fischer geht, ist jede Randbemerkung willkommen. Ich würde mich da jetzt... Aber nochmal eine Frage. Ja. Sie sind die Atomputzfrau, die auch noch das Licht anmacht. Ja, also es klingt ein bisschen nach eierlegender Wollmilchsau, aber wir können diese Vorteile ja belegen. Es gibt inzwischen eine enge Zusammenarbeit mit der TU München, mit dem Paul-Scherrer-Institut. Mhm. Es gibt Sicherheitsstudien bereits von denen, sagen wir mal Angefangene. Da sind eigentlich alle Eigenschaften bestätigt worden. Mhm. Und die wichtigste Eigenschaft, das kann kaum ein anderer Reaktor erreichen, ist die sogenannte Selbstregulierung. Das ist ein sogenanntes homöostatisches System. Mhm. Das funktioniert ganz einfach. Sie brauchen keine Regelstäbe, keine besonderen aktiven Elektronik oder irgendwas. Der Reaktorkern ist einfach da, gefüllt. Mhm. Und wenn man jetzt mehr Wärme entnimmt, dann wird er so ein bisschen kälter. Dann zieht sich alles, was ja alles Flüssigkeiten sind, zieht sich das alles zusammen.
Dadurch rücken die Kerne zusammen und dadurch haben die Neutronen mehr Reaktionspartner und es wird mehr Wärme produziert und der Reaktor gleicht das wieder aus und geht wieder auf die Solltemperatur zurück. Das Gleiche ist umgekehrt, wenn man jetzt, was eine Katastrophe wäre, zum Beispiel bei Fukushima, wenn man die Kühlung abschaltet, ja, dann erhitzt sich ja der Reaktor immer weiter. Hier passiert das nicht, denn der Reaktor produziert dann automatisch auch weniger Wärme. Das heißt, er gleicht sich immer von der Physik her schon aus und bleibt immer bei der gleichen Arbeitstemperatur. Jetzt sind wir ja alle so ekelhaft zu Ihnen. Entschuldigung, Herr Lengsfeld. Wie werden Sie eigentlich in Deutschland von der Politik und von den Behörden wahrgenommen? Sagen Sie, das ist ein Spinner, den lässt man in der Ecke seinen Modellbaukasten basteln, aber im Übrigen... Also das ist eigentlich eher positiv. Ja. Bei den Behörden, ich meine, wir bauen ja noch nichts, deswegen haben wir da auch nichts mit den Behörden groß zu tun. Die Politik? Die Politik ist gemischt. Also in Kreisen wie diesen hier, auch in konservativen Kreisen, ist da großes Interesse da. Friedrich Merz hat das ja sogar in seiner Biografie erwähnt, Dual-Fluid-Reaktor, hat das auch in mehreren Artikeln oder auch Reden schon erwähnt. Mhm. Jetzt, glaube ich, gerade kürzlich wieder. Also auch von der CDU-Seite ist Interesse da. Von der AfD-Seite sowieso, weil die ja sowieso für Kernenergie sind. Ich würde es mir allerdings wünschen, auch mal, eigentlich müsste es doch die Grünen am meisten interessieren. Das löst doch genau die Probleme, die die Grünen immer der Kernenergie vorwerfen. Aber ja, wo ist die, da gehen wir mal hin nach. Da ist nichts passiert. Also warum sind die Grünen, Philipp Lengsfeld, Sie waren ja Mitglied dieser Partei, warum sind die Grünen da so bockig? Müssen doch draufspringen, so ganz toll. Ich weiß es nicht. Ich bin zwar viel in der Politik unterwegs, aber ich bin kein Psychologe, obwohl als Physiker, wir sind ja fachübergriffig. Wir mischen uns ja auch gerne in andere Denkschulen ein. Ich wollte da nochmal zwei Grundsätze sagen, um auch mal ein bisschen hier die heiße Luft abzulassen. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Es gibt keine saubere Energie, es gibt keine grüne Energie, es gibt auch keine linke Energie, und das Recht gibt es keine rechte Energie. Sie haben immer Kosten und sie haben immer auch Nachteile. Das ist so. Und es gibt auch keine absolute Sicherheit. Natürlich ist das Dual-Fluid-Prinzip sicherer und interessanter und hat auch viele Vorteile, aber eine absolute Sicherheit wird es nie geben. Weder in Ruanda, wo ist denn Abfall bei Solarenergie? Ja, nicht wenig. Also Sie essen das Silizium dann, nachdem das vom Dach... Also das sind ja hochkonzentrierte Halbleiter, die auch noch dotiert sind. Also da Was heißt dotiert? Na, dotiert sind eben ganz, sagen wir mal, exotische Elemente, die um den Halbleiter zum Halbleiter überhaupt erst zu machen rein dotiert werden. Also wir bauen uns Gift aufs Dach. Und das erfordert eben so einen riesigen Tail, um diese Elemente überhaupt zu bekommen. Und das wird immer, also in seiner sogenannten Lebenszyklusanalyse ist das inbegriffen. Und da sieht man erst, was da für ein Tail hintersteckt. Also Tail ist der Schwanz. Das ist wie so ein Extrakt. Und dass wir bei Wind und Solar kein Abfallproblem haben. Also da würde ich mich gerne wieder im Bundestag streiten, aber das ist ja, also da müssen Sie ja nur mal irgendeinen fragen, der dann diesen Biomasse eigentlich auch nicht. Biomasse auch nicht. Das ist ja Quatsch. Ich meine, die scheiß Windräder und die scheiß Solarpaneele, die haben ja ein Riesenabfallproblem. Die Geräte selber müssen entsorgt werden, aber sie produzieren nicht wie andere Umwandlungen dabei Abfall. Ja, das muss ja auch nicht sein. Das muss ja was anderes. Sie meinen, die 30.000 Mühlen, die wir im Land stehen haben, sind kein Abfall, während die 1 Kilo Plutonium, die wir irgendwo geologisch entsorgen müssen, Erheblicher Unterschied, ja. Naja, aber wir müssen den Tail beachten, das, was vorgelagert ist. Und man hat das Problem eigentlich nur vorgelagert bei Windenergie. Jetzt muss man Neodym aus der Erde holen und so weiter. Und übrigens nebenbei... Aber der Beton und das ganze Zeug... Und der Beton, keine gar nicht von zu reden von. Die halten ja nur, das bedenkt man immer nicht, die halten nur 20 Jahre eher so, ja. Überall, wo Beton entsteht, ein Müllproblem, da dürfen wir keine Häuser und Hochhäuser mehr bauen. Naja, aber das ist schon ein ordentliches Fundament. Also, wir halten jetzt fest, Sie sagen, Sie können das verbrennen, was wir sonst entlagern müssten, und Sie erzeugen Strom und es klappt gut. Gut, und jetzt ist meine Frage, bis wann sind Sie fertig? Also in die Glaskugel kann ich auch nicht gucken. Das ist ja eine sogenannte Bottom-up-Entwicklung. Also neues Konzept, und das hat man verlernt.
Das gibt es gar nicht mehr so. Mhm. In der Regel, selbst bei diesen, kennen Sie dieses NASA-Projekt, die Artemis-Mission jetzt und auch die im Vergleich zum Beispiel zu SpaceX von Elon Musk. Mhm. Ganz andere Herangehensweisen. Elon Musk probiert aus, geht mal was kaputt, dann das nächste. Natürlich beim Reaktor sollte es möglichst nicht explodieren, aber da wird auch ist mal was... Ist ja nur in Ruanda. Ja, aber das ist, es wird ja nicht passieren, sondern da kann immer trotzdem mal was kaputt gehen. Also das ist eine Entwicklung, die muss ja auch nicht in Ruanda sein, sondern wir wollen ja nur das erste Experiment. Es könnte aber was passieren, dann könnte auch Folgen entstehen. Nein, also das... ich habe Sie jetzt nur interpretiert. Es kann was kaputt gehen, das heißt nicht, dass was passieren kann. Aber Sie haben gesagt, Gottes Willen, es geht nicht kaputt. Es gibt keine absolute Sicherheit, es gibt auch keinen grünen Strom. Ja, ich rede jetzt auch nur von der Entwicklung. Von der Entwicklung wird man ja nicht gleich alles einfach so mit Uran vollstopfen und gucken, ob es geht und dann ist irgendwas falsch. Sondern man wird sich antasten, man wird natürlich, es gibt einen Entwicklungsplan dafür und das ist halt eine richtige Bottom-up-Entwicklung, wie es lange nicht mehr passiert ist. Wer sind ja die Geldgeber? Im Moment vor allem aus Deutschland stammende mittelständische Unternehmer. Aha. Und in Zukunft, es gibt die ersten, die jetzt schon in der neuen Runde, wir sind jetzt gerade in einer neuen Investitionsrunde, investiert haben. Die sind bisher aus dem ähnlichen Bereich, allerdings internationaler. Jetzt gehen wir ein Stück weg wieder von diesem neuen Konzept und sagen, der Wirtschaftsminister sagt, es ist alles paletti. Glauben Sie ihm, Dieter? Nein, also ich finde alles, was ich da vorhin von Habeck gehört habe, fröstelnd. Und ich möchte denjenigen sehen, der um 20% reduzierte Energierechnungen bekommt, jetzt oder also meine Rechnung geht immer rauf, aber er sagt, es geht runter. Meine auch. Also ich muss wirklich sagen, ich habe so einen Erdgastank, da stehen so ein Flüssiggastank da stehen und die Rechnung wird immer teurer. Und, aber die rechnen so lange, bis es auch keine Inflation mehr gibt. Also ich glaube dem alle kein Wort. Also das ist bei Habeck, aber bei mir vielleicht ein bisschen ungerecht, weil ich im Unterschied zu vielen meiner weiblichen Kollegen ihn überhaupt nicht schätze und noch nie geschätzt habe. Das Grundproblem dabei ist, glaube ich, und deswegen interessiert mich natürlich die Meinung von Ihnen, Herr Ruprecht, und von Ihnen, Herr Lengsfelder, ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass wir die Probleme lösen, solange wir teures Flüssiggas aus den USA und Fracking-Gas aus den USA bekommen? Oder war es nicht der Grundfehler, neben dem zu schnellen Abschalten der Atomenergie, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, dass wir auf das konkurrenzlos billige russische Gas verzichtet haben? Also Sie sind ja ein ausgesprochener Putin-Gegner, das würde man mir so nicht nachsagen. Aber ist nicht diese Entscheidung falsch gewesen? Ideologisch und falsch. Also da, ich freue mich auch immer, wenn ich sozusagen unkonventionelle Allianzen bilden kann. Ich war ja in der 18. Wahlperiode im Deutschen Bundestag, Merkel 3. Und ich gehörte nicht zu den Nord Stream 2 Gegnern, die wir ja auch hatten. Also Sie wollen russisches Gas, heißt das? Das heißt zwar nicht, aber... Ich will, dass wir Wohlstand haben, dass wir eine funktionierende Industrie haben, dass unsere Krankenhäuser mit Strom versorgt werden. Und dafür brauchen wir 24/7 Strom. So. Und den kriegen wir nicht aus Windmühlen und den kriegen wir auch nicht aus Solarpanelen. Und kriegen wir es vom Russen? Wir brauchen einen Energiemix und Gas ist Teil dieses Mixes. Kohle ist auch Teil des Mixes. Atom ist Kern ist Teil des Mixes, den wir momentan aus Frankreich holen. Ja. Also eins ist jedenfalls sicher, bei all den Müllformen, die wir hier schon schaudernd diskutiert haben, gehört das Fracking-Gas, glaube ich, mit dem Schlimmsten. Ist das so? Also das würde ich nicht unterschreiben. Fracking-Gas ist eine sehr, sagen wir mal, minimalinvasive Methode, Gas aus der Erde zu holen. Nein, Sie holen Gas mit einer Vergiftung der gesamten Umgebung, treiben es raus. Das ist vielleicht Stand 70er Jahre oder so. Nein, das ist der aktuelle Stand. Immer weiter reduziert. Es ist interessant. Also Sie sagen mit anderen Worten, der Habeck holt das Drecksgas aus der Erde. Ich sage das etwas, ich bin ja so einfach gestrickt. Habeck, es ist Deutschland. Es ist diese deutsche Verlogenheit. Wir schalten die AKWs bei uns ab und holen uns den Strom aus Frankreich. Wir behaupten, dass wir auf Kohle verzichten wollen, aber leben von unserem eigenen Fracking. Und vom polnischen. Wir verteufeln jetzt das Fracking-Gas aus den USA. Teufeln den unkonventionelle Gas, äh, 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 Gas äh,
Abbau und holen uns das aus, von der halben Welt das und so bauen in Rügen. Also ja. Sie schließen aus, wenn ich das jetzt als Frage formuliere, dass diese ätzende Säure, die wirklich für Menschen tödlich vergiften ist, nein. Dass die, wenn sie in die Erde reingepresst wird, um dieses Fracking-Gas rauszuholen, nicht ans Grundwasser kommt. Es ist ja keine ätzende Säure. Ich sage was anderes. Aber wenn dieses Drecksgas in Rügen ankommt, dann spülen wir die Tanks und schütten das alles ins Ostsee und dann sterben die Delfine oder wenn es da noch welche gibt oder welche Viechereien da immer herum. Hampel. Oder wir essen die Fische später. Und das ist dann gut, oder? Nein, also erstmal muss man, ich weiß nicht, auf welchem technischen Stand Sie da sind, aber... Nein, das war jetzt 2024. Also da hat sie auf die Falle geführt. 2024. Also sie haben schon genügend damit zu tun, Ihren Dual-Fluid-Reaktor zu verteidigen. Verteidigen Sie jetzt nicht auch noch das Drecksgas vom Hammel? Nein, also aber gut, wir können das auch, ja, aber ich meine, ich stimme zu. Es ist ja auch eine politische Frage, ob man es hier nun verbietet, weil es angeblich gefährlich ist, sei ja mal dahingestellt. Ja. Aber dann eben gleichzeitig das zu importieren, ist genauso unsinnig wie mit Kernenergie. Und der größte Witz ist ja, wir haben es ja nicht mal verboten, sondern wir haben nur in dieser regulatorischen Manipulation, die wir jetzt zur Perfektion getrieben haben, haben es nur so wahnsinnig teuer und so wahnsinnig schwierig gemacht, dass es halt niemand machen kann. Dann sagt der Herr Habeck, wir müssen 50 Gaskraftwerke bauen, die dann einspringen, wenn die Sonne nicht scheint oder wenn der Wind nicht so rumweht. Weil wir ja mal 30% nicht nur grundlastfähiges, sondern Grundlast... Nicht komplizierter liefern. Machen. Brauchen wir jetzt 50 Gaskraftwerke, kriegen wir sie und wo kriegen wir das Gas her? Wenn Sie auf Strom verzichten wollen, Herr Tichy, ja, weil Sie mit Ulrike Herrmann zusammen in die Kriegswirtschaft der 50er Jahre United Kingdom und dem Lebensstandard von 1979 zurück wollen, dann können Sie natürlich auf Gaskraftwerke verzichten. Also aber ich möchte darauf nicht verzichten. Da ich das nicht will, also brauchen wir 50 natürlich. Gaskraftwerke. Wahrscheinlich noch mehr, vermutlich. Wenn wir weiter das Gas her? Das haben wir ja gerade nicht. Irgendwas ungelöst noch, ja. Also das ist ungelöst. Also soweit ich weiß, ist das, ich meine, es ist ja nicht Russland der einzige Lieferant und es wird nur einfach teurer, weil man das dann von weiter her herholen muss. Ne? Und es ist, wie vielfach teurer ist das Gas aus den USA zu dem aus Russland? Also das weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber allein der Prozess, man muss das ja komprimieren, damit man überhaupt auf dem Schiff transportieren kann. Und da gibt es ja schon Verluste. Alles in allem und dann, dreifach so teuer. Das hätte ich jetzt auch geschätzt. Dreifach so teuer. Nun sagt der Habeck, stellt es euch nicht so an, wir importieren Energie aus Frankreich, weil es da so billig ist. Ist das in Ordnung? Naja, ich meine, spricht grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Wenn man für Atomenergie ist, ja. Das ist die Frage, was hat dann die Energiewende gebracht? Ich meine, hätte man auch gleich die Kernkraftwerke hier weiterlaufen lassen können. Frankreich hat ja immer noch sowas wie 80% oder 75% Kernenergie. Naja, sagt er ja, holen wir es halt aus Ruanda. Naja, gut, Ruanda ist ja nochmal was anderes. Also, wenn ich den Minister richtig verstanden habe, hat er ja jetzt nicht gesagt, dass wir uns komplett von unseren Nachbarn abhängig machen, was ja de facto eh schon der Fall ist. Sondern er hat ja gesagt, wir könnten es auch noch selber produzieren, aber dann ist es halt sehr viel teurer. Also nehmen wir es von den Nachbarn. Es geht immer um. So hat er es gesagt. Ich meine, das ist doch keine strategische... Keine Logik. Keine strategische Industriepolitik. Sind wir denn verrückt? Und jetzt, Sie hacken ja auf uns ein. Wo ist denn die deutsche Industrie? Wo sind denn die energieintensiven Sektoren, die sagen, so kann es nicht weitergehen? Ja, die bekennen sich zu irgendwelchen Zielen, die kein Mensch erreichen kann. Ja, wo sind die denn? Das ist übrigens auch etwas, was ich nochmal darauf hinweisen. Ich meine, irgendwann, wenn man über den Berg ist, stellt sich dann auch wieder ein neues Gleichgewicht an. Wenn zum Beispiel die Industrie abgewandert ist, dann irgendwann fallen die Preise auch wieder. Genau, dann kommt es ja wieder hin. Dann haben wir genug Energieversorgung. Und genauso sinken auch die Preise. Gehen Sie irgendwo in ein Entwicklungsland, da haben Sie auch billige Preise. Also das ist noch allein kein Indikator. Man muss sich die gesamte Lage der Industrie angucken. Also Sie sagen, Herr Habeck sagt, er hat 20% weniger CO2, er hat 20% niedrigere Preise, weil wir nichts mehr brauchen. Weil die Industrie wahrscheinlich teilweise schon weg ist. Also insofern Applaus, das Ziel hat er erreicht. Ja, und finden wir das jetzt gut? Ich finde diesen ganzen Kurs irrsinnig, habe ich ja gesagt. Ich bin nur nicht dabei, das jetzt alles auf eine Person, auf einen Minister zu fokussieren, sondern es ist ein Kollektivwahn, aus dem wir endlich aufwachen müssen. Ist das ein Kollektivwahn? Sie waren ja auch so lange im Bundestag, Sie sind Politiker mit allen Wassern gewaschen. Na. Was passiert da jetzt? Ich bin also Kühlwasser. Wir haben eine Industrie,
die belügt uns. Die Industrie sagt, es ist alles in Ordnung. Wir gehen halt woanders hin. Also wir haben den Trend, die Kirchen werden leerer und die Religion kommt viel mehr in die politischen Kasten. Und das ist religiöser Fanatismus. Also den haben sie in vielen Bereichen, in ganz vielen Bereichen. Auch wenn der Mensch erklärt, dass er drei Geschlechter, wie jetzt vor ein paar Tagen im Bundestag verabschiedet, sein eigen nennen kann. Und zwar je nach seiner Position und schon mit 14 dann die Eltern beraten dürfen, dann meint er, Gott spielen zu müssen. Und in vielen Fällen ist das eben so. Wir meinen auch, das Klima haben wir erzeugt, also können wir es natürlich auch verändern. Da ist sicher immer etwas bei dran. Nur der Fanatismus macht die Sache kaputt. Das ist meine Auffassung. Ich habe dieses ganze, die ganzen Debatten, kritische Fragen, die kann man ja und soll man auch scharf und führen. Da würde ich lieber Physiker sein, um ihm auf Augenhöhe begegnen zu können. Aber das hat mich schon vorhin sehr bewegt, was er gesagt hat. Und dass Erfinderunternehmer in diesem Land es von der Bürokratie ein Jahr ums andere immer schwerer gemacht bekommen. Ständig wird von Bürokratieabbau geredet und jedes Mal weiß ich, es wird noch mehr Bürokratie dabei entstehen. Das ist natürlich ganz schrecklich für Leute, die etwas erfinden, einen neuen Weg gehen wollen. Aber auf der anderen Seite gibt es halt Dinge, die pragmatisch gesehen werden müssen. Nur religiöser Fanatismus ist keine Hilfe. Nun muss man ja fairerweise sagen auch, dass viele Warnungen, an denen ich mich auch beteiligt habe, nicht eingetreten sind. Wir haben keinen Blackout erlebt. Also großflächig ist der Strom nicht weg gewesen. Aber Ihnen ist schon klar, dass die Fukushima-Katastrophe aber 10-mal in den Schatten stellt, wenn Deutschland wirklich einen Blackout erleben würde. Würde. Aber nicht. Also daran habe ich übrigens also auch nicht geglaubt. Ich wäre da extrem vorsichtig, was die ewigen Versprechungen nach vorne geht. Also wenn die Titanic auf dem Eisberg zufährt und es auch für alle offensichtlich ist, dann zu sagen, ja, ich höre ja das Eis noch nicht knirschen, ist für mich irre. Denn in dem Moment, wo es knirscht, ist ja so, da ist nichts mehr zu retten. Ich würde mal gerne die folgende These wagen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie wir aus dieser Sackgasse rauskommen. Die chinesische Staatsregierung hat ihre, aus meiner Sicht, vollkommen irre Covid-Politik, nachdem sie dann gemerkt haben, dass sie nicht mehr weiterkommen, einfach über Nacht geändert und hat kein Wort mehr darüber verloren. Sie haben das ganze Land einmal umgesteuert, haben instantan das Gegenteil von dem erzählt, was bis Corona gibt es gar nicht. Sie waren sehr viel flexibler als Herr Lauterbach und Herr Spahn zusammen. Okay, gut. Und jetzt sollen wir sagen, April, das war's. Ja, nee, den ersten Teil lassen wir und wir sagen, wir machen es ab morgen anders. Und wie ginge das anders? Naja, die Kernkraftwerke sind zerstört. Nun haben wir ja, das Interessante ist ja, dass die Grünen in diesen Tagen ja auch ganz stolz verkünden, dass sie diese drei an sich funktionsfähigen Kernreaktoren, auf die viele Leute gesetzt haben, einfach zerstören jetzt. Also ich habe mal das hier notiert, der grüne Umweltminister Mayer von Niedersachsen sagt, also wir haben das jetzt mit dem Schneidbrenner kaputt gemacht. In Bayern hat der großartige Ministerpräsident, der großartigste, den Deutschland jemals erlebt hat, Söder, zuerst gesagt, wir machen dann bayerischen Reaktor draus, den malen wir weiß-blau an und dann läuft er weiter. Und jetzt hält er den Schnabel, weil jetzt beginnt dort genau das, was in Niedersachsen rot-grün auch der Fall ist, nämlich da wird ein funktionsfähiges Werk zerstört. Das machen sonst die Russen nur in Kiew mit Bomben. Das kann man als Barbarei bezeichnen. Also das ist wirklich Barbarei. Das sind modernste Industrieanlagen. Wenn sie mal im Kernkraftwerk drin waren, da können sie vom Boden essen. Und das sind auch modernste Anlagen. Und das jetzt zu zerstören, was voll funktionsfähig ist, das kann ich nur noch als Barbarei bezeichnen. Und es geht ja um riesige Beträge. Es geht ja nicht um ein paar so Milliardchen. Ich war nicht dabei, aber in der TU, wir sind ja beide von der TU Berlin, da hat es ja mal einen Wechsel im AStA gegeben und da hat der linke AStA auch die Drucker zerstört und die Bleistifte weggeschmissen, weil es ist ja dann von der CDU übernommen worden. Mhm. Also
Aber der Vorwurf, Herr Ruppert, ist ja massiv. Sie werfen der Politik Barbarei vor, Zerstörungswut. Ja. Auf unsere Kosten. Ja, auf Steuer. Natürlich ist alles immer auf Steuerzahlerkosten. Ja. Also in dem Fall Stromzahlerkosten auch, aber... Ja klar, wie verteilt wird, also es wird etwas zerstört, was man sonst mit Bomben herstellen muss, nämlich Zerstörung. Ja, das kann man so sagen. Und das machen wir so. Das wird offenbar gemacht und es wird toleriert. Das Schlimme ist, vor allem die Medien begleiten das irgendwie, ja, jetzt nicht direkt wohlwollend, aber es wird zur Kenntnis genommen. Und man weiß gar nicht darauf hin, was diese Anlagen zu leisten in der Lage sind und was sie geleistet haben. Im Grunde ist doch der ideologische Antrieb ist doch eine Maschinenstürmerei immer gewesen. Also guckt man sich den Kampf gegen moderne Pflanzenzucht an, dann waren es ja auch, die sind ja auf die Felder und haben die Felder zerstört. Ja, aber das waren ein paar. Herr Dehm, ist das Barbarei oder sagen Sie, wir sind Techniker, der versteht es nicht? Also das Worte kann jeder seine eigene finden. Ich finde viel schlimmer, dass man den Forschern auf dem Gebiet der Atomphysik nicht in dem Maß, in dem man sagt, wir wollen jetzt da aussteigen, mehr Mittel, mehr Freiheiten gibt, damit sie vielleicht auf neue Lösungen kommen, wie es möglicherweise bei ihm ja der Fall ist. Also das ist mein Problem. Ja. Das heißt, die Barbarei am Denken, Stillstand des Denkens zu verordnen, weil wir sagen, wir steigen aus der Atomenergie und deswegen dürfen Physiker wie er dann nicht weiter forschen in diese Richtung, weil das ist Teufelsweg. Das ist nicht verboten, aber tatsächlich ja, war das wieder so ein vorauseilender Gehorsam. Genau. Denn als das losging, in den 80er Jahren schon, du hast es ja auch miterlebt, da wurden auch Institute geschlossen, nur weil sie irgendwas mit Kernphysik machen schon. Ja, ich habe das selbst miterlebt. Und man hat praktisch diesen Atomausstieg, der damals ja schon irgendwie beschlossen war, dann als Anlass genommen, überall auszusteigen und auch die ganze Forschung einzustellen. Das ist wieder so, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Corona-Zeit, wo viele eben einfach im vorauseilenden Gehorsam schon mal dann auch das ganze Wort Kernenergie tilgen wollen, Kern überhaupt, Atom, alles müsste raus. Und das habe ich auch mal versucht im Deutschen Bundestag zu erklären, ist mir aber, glaube ich, nur halb gelungen. Es ist auch eine vollkommen bescheuerte Portfoliopolitik. Ich habe das mit so einem Bild von so einem Garten. Ne? Die sagen dann immer, ja, wir brauchen das Geld, um die Erneuerbaren noch besser zu machen. Abgesehen davon, dass die wirklich so überfinanziert sind, auch in der Forschung, dass es auf keine Kuhhaut geht, ist es, Sie müssen sich den Garten vorstellen, wenn Sie das Wasser immer nur an eine Stelle kippen, dann haben Sie keinen guten Garten, sondern Sie haben dann auch da irgendwann so ein paar Exoten-Pflänzchen, irgendwie so Nachtschattengewächse oder so, irgend so ein, ja, und dann bringen Sie da auch mal ein bisschen Wasser dahin. Darf ich eine Frage, weil Herr Tichy vorhin nach der Religion in dieser ganzen Problematik gefragt hat, an Sie stellen als jetzt aktiver Wissenschaftler. Wäre Ihr Ansatz zu sagen, ja, da wo Industrie ist, ist viel Energie nötig, das ist Milchmädchenrechnung, zu sagen, lass uns das doch mit vielen Ansätzen probieren, auch die Wärmepumpe könnte ein hilfreicher Ansatz sein, nicht übers Knie gebrochen, das Nutzen von Sonnenenergie kann da, wo viel Sonne ist, es ist nicht unbedingt in der hintersten Rhön der Fall, es gibt Länder, wo wir vielleicht dann da besser mit zurechtkämen. Oder würden Sie sagen, das schaffen wir mit der Atomindustrie ganz alleine? Grundsätzlich erstmal bin ich ja auch da liberal. Also ich finde, man soll das im Wettbewerb entscheiden. Bloß es gibt ja keinen Wettbewerb, wenn der so verzerrt wird. Also natürlich haben auch Windenergieanlagen ihre Nischen und auch Solaranlagen. Klar, es gibt durchaus sinnvolle Anwendungen. Ich bin vor ein paar Jahren... Bei Wind habe ich es zum Beispiel noch nie verstanden. Wo ist die sinnvolle Anwendung von Wind? Wollte ich gerade sagen. Ich bin mal vor ein paar Jahren... Was mit Wärmepumpen? Ich bin vor ein paar Jahren mal mit dem Flugzeug in Delft gelandet. Das flog dann noch so ein bisschen rum. Und da sah man tatsächlich vom Flugzeug aus eine sehr sinnvolle Anwendung von Windenergie. Nämlich, die waren direkt an Pumpen abgeschlossen, die immer wieder angeschlossen, die immer wieder das Wasser nach draußen gepumpt haben. Und das muss man ja nicht mit Grundlast machen, sondern das kann man immer, wenn der Wind weht, wird ein bisschen gepumpt. Das kommt nicht so drauf an. Also, und das ist eine absolut sinnvolle Anwendung, ja. Und ich kann mir auch ein paar Nischen vorstellen, wo es sinnvoll ist. Aber grundlastfähig sind die halt nicht. Auch wenn eine Claudia Kempfert sagt, wir haben Speicher noch und nöcher. Es stimmt nicht. Wir haben
keine Speicher dafür, man kann es nicht speichern und insofern sind die wirklich nur eine Last in der Regel. Also für die Industrie ist das unbrauchbar, das stimmt. Langfristig denke ich sowieso, wird sich Kernenergie durchsetzen müssen. Also wenn man jetzt wirklich das ernst meint, wir wollen weniger CO2 gegen alle anderen oder die Ressourcen... Mit allen anderen oder gegen alle anderen? Im Wettbewerb, wie gesagt, es wird Nischen geben für andere Anwendungen, aber grundsätzlich wird... Nur Nischen, ja. Ich sehe da, das ist einfach meine Vorhersage. Das kann ja auch anders sich entwickeln. Ich will das ja gar nicht einschränken. Aber das ist meine Prognose, dass in, ich sag mal, 150 Jahren wir weltweit 90% Kernenergie haben werden. Das ist eine gewagte Prognose, ja. Also Sie werden dafür nicht verurteilt. 150 Jahre, da kann ich Sie auch nicht mehr hinrichten. Ja, lassen Sie es 200 Jahre sein, aber auch 100 Jahre ist ein bisschen knapp. Es ist ja wirklich ein langwieriger Prozess. Auch jetzt unser jetziges Energiesystem hat ja 100 Jahre gebraucht, bis wir da sind, wo wir jetzt sind. Bleiben wir ein bisschen bei der Realität. Ihre frühere Bundestagskollegin Katharina Reiche, CDU, Staatssekretärin, jetzt bei Westnetz sagt, es drohen Versorgungslücken. Und wir müssen so viele Verteilnetze aufziehen, das kostet 5.000 Milliarden bis 2050 oder so. Ordentlich. Das ist endlich mal eine Aussage. Bitte? Endlich mal eine Aussage. Ja, ist es eine realistische 5.000 Milliarden? Das ist so mehr als die Jahresgesamtwirtschaftsleistung. Fahrverbote kann ich dir nur vorstellen. Ich gebe die Frage mal zurück. Warum sollen wir das beantworten? Ja? Die Ministerin für Familie und Kinder hat jetzt gerade eine Diskussion, wie viel Stellen aufwächst das Ministerium für die angeblich im Kern gute Idee, die sich dann aber in der Realität als undurchführbar rausstellt. Also das scheint mir so ein bisschen das neue Kennzeichen von einer deutschen Idee zu sein. Ja, angeblich im Kern richtig, aber hat mit der Realität halt nichts zu tun. Und da gibt es ja auch schon drei oder vier Varianten von den Zahlen. Allein wie viele Stellen das deutsche Ministerium braucht, um diese tolle Idee umzusetzen. Aber was für heute ist jetzt mit der Energie zu tun? Was soll ich denn jetzt zu so einer Zahl sagen? Ja, Gegenfrage, also warum muss man das denn überhaupt machen? Also sie sagt, ich meine, es hat doch vorher funktioniert. Hat sich irgendwas groß jetzt verändert? Ist der Stromverbrauch größer? Ich glaube, seit Jahrzehnten ist der Stromverbrauch in Deutschland immer gleich. Die Bevölkerungszahl ist praktisch immer gleich. Es hat sich doch nichts geändert. Es ist also doch wir nur zerstören ausgemacht. Das, was wir haben. Ja. Wir zerstören ja noch mehr. Herr genau. Habeck will ja auch die Gas. Wenn wir so weitermachen, wir können nicht so weitermachen. Habeck will ja auch die Gasnetze, die uns zu Hause mit, nicht bei Ihnen, aber so in den Städten, die Gasnetze, so 600.000 Kilometer oder so. In Deutschland Gasnetze, die sollen auch zerstört werden. Einfach so. Ja, also wenn man alles kaputt macht, dann wird es halt teuer. Dann braucht man 5.000 Milliarden, ja. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass wir sofort damit aufhören müssen und dass wir wieder in der Realität ankommen müssen. Ja, für mich heißt das, dass die Energie gescheitert ist. In der Realität braucht man Benzin, um mit dem Auto über das Land zu fahren. Ja, das ist die Realität. Und alles andere... Im besten Falle Wolkenkuckucksheim. Ja, mir kommt kein Elektrofahrzeug auf den Hof. Was machen wir jetzt? Also wir haben hier Herren in unserer Runde und die sagen, sag mal, die haben einen richtig an der Waffel. Die zerstören mit barbarischen Vorgängen die Grundlagen unseres Lebens. Wir machen es doch freiwillig. Es zwingt uns doch keiner. Ob das jetzt die Grundlagen des Lebens ist, jedenfalls des Lebensstandards. Des Lebensstandards, des Wohlstands. Und das ist für die kommenden Generationen, genauso wie für die, die hart geschuftet haben und jetzt in Alter kommen, unmenschlich. Was ist es? Unmenschlich. Unmenschlich. Die Kanzlerin... Unmenschlich, Barbarei, Dummheit, fällt das noch was ein? Habe ich dumm gesagt? Also die Kanzlerin würdigt ja jetzt Trittin nach seinem Ausstieg. Ich denke ja übrigens, Jürgen Trittin ist im letzten Moment von Bord gegangen, bevor sich der volle Wahnsinn seiner Politik manifestiert. Vielleicht nimmt ja die Kanzlerin die Gelegenheit und sagt, lieber Jürgen, war eine nette Idee, aber ab morgen machen wir es anders. Glauben Sie daran, dass das ich sage das. Welche Kanzlerin? Merkel. Die frühere. Ja. Merkel geht ja nicht zum CDU-Parteitag, sondern geht zu Jürgen Trittin. Ja. Und vielleicht sagt sie ihm ja. Es war ja Ihre Kanzlerin, nicht meine. Erst recht nicht meine.
Irgendjemand muss uns ja mal sagen, dass der Kaiser nackt ist. Vielleicht macht es Merkel, vielleicht macht es jemand anders. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, an dem wir diese Diskussion, wir sind ja ratlos. Wir sind ja irgendwie ratlos, wir sagen, da wird etwas zerstört. Wir sind ja die berühmten Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen. Unter uns sind Kraftwerke, Leitungsnetze, Gasversorgungsnetze, eine 150-jährige Leistung von Menschen, die Wahnsinniges geleistet haben. Das machen wir kaputt. Das Zitat ist ja angeblich von Isaac Newton, der sagt, ich konnte deswegen so weit sehen, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Nur da fehlt mir bei der Ampel jeder Vergleich. Zwerge sind sie. Naja, Isaac Newton stand auf den Schultern von Riesen. Da sehe ich niemanden, der Isaac Newton oder auch nur auf dem Riesen, der drunter steht, irgendwie das Wasser. Das wird aber jetzt nicht besser, was Sie sagen. Es zwingt niemanden, bei der nächsten Wahl Grünismus zu wählen, grünistische Parteien zu wählen. Keiner wird dazu gezwungen. Und ich kenne, ehrlich gesagt, auch niemanden mehr, der das macht. So. Also Grünismus. Sie waren am Schlusswort, hätte ich. Ich versuche ja ein Schlusswort und sage, also gut, wer das nicht will, dass dieses Land zerstört wird, muss diese Sendung weitertragen. Genau. Vielen Dank.